Als Akkusaugerhersteller fürs eher kleine Budget konnte sich Shark längst einen Namen machen. Nun wurde das Produktportfolio mit dem Shark HydroVac hier in der kabellosen Variante auch um Saugwische erweitert. Ob der trotz kleinem Preis etwas taugt, das wisst ihr nach diesem Video. Und damit herzlich willkommen bei Testen mit Kopf. Wir starten mit dem Lieferumfang. Und der fällt überschaubar aus, dabei ist eine Bedienungsanleitung, eine kleine Flasche Reinigungsmittel, die Station und das Gerät selbst. Weiter geht's mit den technischen Daten. Den Shark HydroVac gibt's auch mit Kabel, wir haben hier die kabellose Variante und die ist für rund 220 Euro erhältlich. Die Laufzeit liegt im Hartbodenmodus bei 29 Minuten, das Gerät braucht dann 4 Stunden, um wieder vollständig aufzuladen. Der Frischwassertank fasst 500 ml, der Schmutzwassertank 360 ml. Das Gewicht liegt bei leichten 3,95 kg, das Gerät hat eine Selbstreinigungsfunktion, aber keine Bürstentrocknung. Bedient wird der Wischsauger klassisch über Knöpfe im Handgriff. Beim Starten befindet er sich standardmäßig im Hartbodenreinigungsmodus, über die zweite Taste kann dann auch in den speziellen Teppichmodus umgeschaltet werden. Der gewählte Modus ist am Display ersichtlich und zusätzlich wird hier auch der Akkustand in 3 Stufen angezeigt. Der eigene Teppichmodus ist bei einem Saugwischer durchaus eine Besonderheit. Ganz so intensiv wie bei einem Waschsauger darf man sich die Reinigung aber nicht vorstellen. Hier geht es mehr um eine Auffrischung, die oberflächlichen Schmutz und schlechte Gerüche entfernen soll. Aber definitiv ein cooles Feature. Dafür fehlt uns eine andere Funktion beim Shark, und zwar hat er keine automatische Anpassung an den Verschmutzungsgrad. Es wird also immer mit gleichbleibender Power gearbeitet. Das ist nicht weiter schlimm, bei vielen anderen Saugwischern ist diese Funktion aber halt schon mit an Bord. Leider hat die Bodenwalze des Shark HydroVac noch kein randnahes Design, das werden wir später bei der Kantenreinigung bemerken. Gut gefallen uns aber die beiden LEDs an der Front. Das Gerät saugt und wischt in einem Schritt, die Bürste rotiert mit viel Power und wird dabei kontinuierlich mit frischem Wasser versorgt. Außerdem ist die Bürstenrolle auffallend flauschig gestaltet und Shark spricht von antimikrobiellen Eigenschaften. Das Entnehmen und Wiedereinsetzen klappt gut und das ist auch wichtig, denn da das Gerät keine Trocknungsfunktion hat, muss die Bodenwalze nach der Selbstreinigung entnommen werden, damit sie frei an der Luft abtrocknen kann. Wie wir das von den Saugwischern kennen, hat auch der Shark HydroVac ein Zweitanksystem. Oben sitzt der 500 ml große Frischwasserbehälter, der sogar eigene Markierungen für Wasserstand und Reinigungsmittel hat. Einmal aufgeschraubt, kann dieser einfach befüllt werden. Der Schmutzwasserbehälter sitzt eine Etage tiefer, fast 360 ml und ist mit einem Filter und auch mit einem Schmutzauffangsieb ausgestattet. Sehr schön gelöst ist, dass es eine Öffnung gibt, über die schnell Flüssigkeit abgeleert werden kann, der feste Schmutz dabei aber noch im Behälter zurückbleibt. Die Verarbeitungsqualität und auch die Materialauswahl machen beim HydroVac jetzt keinen High-End-Eindruck, aber für den kleinen Preis ist das auch total angemessen und da kann man sich nicht beschweren. Auch die Beweglichkeit ist Standard, Shark hat hier also nicht das Rad neu erfunden, dafür aber kräftig an der Preisschraube gedreht. Unter Möbel kommt man somit nur ein kleines Stück, da der HydroVac beim Abflachen vorne in die Höhe steigt. Das ist bis heute aber auch bei den meisten Saugwischern so. Nun wird's ernst, wir kommen zur Wischleistung. Egal ob verschüttete Flüssigkeit oder Malheur in der Küche, ob feste, trockene, feine oder grobe Verunreinigung, so ein Saugwischer, der soll alles mitnehmen und in seinen Schmutzwassertank befördern. Um die Leistung des Shark HydroVac da gut einordnen zu können, muss er sich ein paar schwierigen Tests stellen. Dafür haben wir zuerst Kaffeebohnen, Leinsamen und Sand sowie Haare, Ketchup und Kaffee auf unserer Testfläche verteilt. Der größte Teil ist zwar schon nach einer Vor- und Rückwärtsbewegung verschwunden, doch gerade bei den trockenen Verunreinigungen läuft nicht alles ganz reibungslos. Der Shark HydroVac hat eine Tendenz dazu, diese zum Teil bei der Rückwärtsbewegung mitzuziehen und dann liegen zu lassen, wodurch es erforderlich wird, aus verschiedenen Richtungen zu wischen. Er schafft es schlussendlich zwar, aber da sind eben ein paar mehr Durchgänge erforderlich. Wie schaut's aus, wenn die Verschmutzungen gut eingetrocknet sind? Das probieren wir mit Kaffee, Saft und Ketchupflecken. Da muss man öfters drüber gehen, das ist ganz klar.
Im Endeffekt braucht der Shark Hydrovac hier 5 Vor- und Rückwärtsbewegungen und das ist echt eine gute Leistung. Das zeigt, das Lösen von festsitzendem Schmutz ist für den Shark Hydrovac kein Problem. Das macht er mit seiner kräftig rotierenden Bürstenwalze prima. Auch die Nachkontrolle mit einem weißen Tuch bestätigt die gute Leistung. Einmal mehr vor und zurück und es hätte hier wahrscheinlich gar keine Rückstände mehr gegeben. Nutella ist schon ganz schön klebrig, aber im Vergleich zu den getrockneten Flecken scheinbar easy zu lösen, zumindest für den Shark Hydrovac. Hier reichen ihm schon jeweils 3 Vor- und Rückwärtsbewegungen aus, um die Fläche wieder vollkommen sauber zu bekommen. Dass uns der Shark Hydrovac aber mit seiner Kantenreinigung nicht begeistern können wird, das war uns ja schon im Vorhinein klar, weil seine Bodenwalze einfach nicht bis an den Rand reicht. Hier gibt's noch kein randnahes Design. Und so bleiben hier bei unserem eingetrockneten Ketchup mit einer Seite 2,2 cm und mit der anderen Bürstenseite 3 cm ungewischt zurück. Das sind schon ganz schön dicke Streifen. Bei anderen aktuellen Saugwischermodellen erreichen wir da 1 cm und sogar noch deutlich darunter. Nach dem Wischeinsatz ist die Selbstreinigung wichtig und diese sehen wir uns nun an. Und auch da gibt's beim Shark Hydrovac kein großes Shishi, also keine Heißwasserreinigung und auch keine anschließende Bürstentrocknung. Die Bodenwalze wird einfach simpel durchgespült und dann wird das Wasser auch wieder abgesaugt. Die Selbstreinigung ist solide, aber gerade auch die Absaugung ist uns etwas zu zaghaft, da fehlt uns etwas Power. Und so bleiben gerne Schmutzpartikel vor allem in der Station zurück und man müsste hier noch händisch nachreinigen. Wir sehen uns die Bodenwalze nun nach dem vollständig durchgeführten Selbstreinigungszyklus an und ja, leichte Ketchup-Rückstände sind da durchaus noch erkennbar. Und wenn wir die Walze entnehmen, sehen wir darunter die in der Station zurückgebliebenen Rückstände. Also ja, solide, okay, aber nicht perfekt. Auch die Bürstentrocknung gibt's ja nicht, das heißt, man muss die Bürste zum Trocknen entnehmen. Man muss ja also darauf eingestellt sein, dass man immer händisch nachhelfen muss. Ein wesentlicher Schritt nach der Selbstreinigung ist die Entleerung des Schmutzwasserbehälters. Und hier sollte alles kurz durchgespült werden und im Anschluss auch noch austrocknen dürfen, um schlechte Gerüche zu vermeiden. Kommen wir nun zu unserem abschließenden Fazit. Der Shark Hydrovac ist zu einem unglaublich günstigen Preis von nur etwas mehr als 200 Euro erhältlich und dafür wirklich ein sehr, sehr guter und leistungsstarker Akkusaugwischer. Wer nicht mehr Budget hat, bitte zuschlagen. Der Shark ist definitiv ein sehr wertvolles Upgrade für den Haushalt. Aber es ist jetzt nicht so, dass er trotz seinem kleinen Preis mit den Top-Modellen der Konkurrenz mithalten kann. Die größte Schwäche ist für uns definitiv die fehlende Kantenreinigung. Der Shark erinnert da an Saugwischermodelle, die vor ein paar Jahren auf den Markt gekommen sind. 2024 könnte da schon etwas mehr gehen. Leider gibt es auch eine Tendenz dazu, festen Schmutz mitzuschieben. Ist der Boden stärker verschmutzt, könnte es also ratsam sein, vorher noch zu sorgen. Und eigentlich wollen wir diesen zweiten Schritt durch den Einsatz eines Sorgwischers ja vermeiden. Auch die Selbstreinigung könnte noch etwas gründlicher sein, eine Bürstentrocknung gibt's auch nicht. Von der teuren Konkurrenz wird der Shark damit einfach abgehängt. Aber in seiner Preisklasse hat er definitiv die Nase vorn. Versteht uns also nicht falsch, fürs kleine Budget feiern wir den Shark Hydrovac. Wir möchten einfach nur, dass ihr euch auch über die Schwächen im Klaren seid. Wenn ihr euch noch nach Alternativen umsehen wollt, dann schaut doch gerne mal in unserem Saugwischervergleich auf testenmitkopf.de vorbei. Dort findet ihr all unsere ausführlichen Testberichte. Wenn euch gefällt, was wir tun, dann unterstützt uns doch in unserer Arbeit, abonniert unseren Kanal, schenkt uns einen Daumen nach oben und tippt einen Kommentar, darüber würden wir uns sehr freuen. Wir haben euch hier auch noch weitere unserer Testvideos verlinkt, schaut doch gerne mal rein. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.